eingeschaltet habt. Ja, ich habe heute diese zwei P2, ich muss nochmal gucken, wie sie heißen, 24-Hour Perfect Eyeshadow Creams für euch. Und zwar, ich habe mir erst ja diesen eingekauft, dann fand ich den total super. Dann habe ich mir nochmal eine andere Farbe, eine dunklere Farbe gekauft. Und zwar einmal, das helle ist die Farbe 010 Love Me. Und das dunklere ist die Farbe 25 Call Me. Und das ist so ein Braun-Taupe mit so einem metallischen Schimmer. Und ja, jetzt kommt meine ganz kurze Mini-Review für euch. Und zwar, ich muss sagen, dass ich diese beiden Produkte wirklich richtig toll finde. Allerdings muss ich trotzdem immer eine Eyeshadow-Base drunter geben. Oder ich muss das Auge wirklich nach dem Eincremen oder eben vor dem Auftragen gut trocken tupfen, nochmal mit so einem Kosmetiktuch oder so, dass da wirklich im Laufe des Tages nichts in die Lidfalte rutscht. Und dann muss ich es eben auch immer nochmal setten mit einem Puder. Also jedenfalls bei mir. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche anderen Tipps, Tricks oder Erfahrungen habt. Bitte dann schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten wirklich bei mir super Haltbarkeit, aber eben nur nochmal entweder mit einer extra Eyeshadow Base unten drunter. Oder aber eben oben nochmal so ein bisschen abgepudert mit einem ähnlichen Lidschatten. Oder was ich jetzt auch öfter gemacht habe, ich habe dieses helle, diesen Champagnerton aufs gesamte Lid aufgetragen, nach oben so ein bisschen verblendet. Und dann eben nochmal in der Lidfalte mit so einem dunkleren, normalen Puderlidschatten gearbeitet. Dann hält der wirklich auch sehr, sehr gut. Und eben mit dem dunklen fast ähnlich. Also man kann den dann auch fast so ein bisschen wie ein Paintpot oder so auch benutzen. Und ja, lässt sich sehr gut auftragen. Man muss trotzdem aufpassen mit diesen Applikatoren, weil ich finde, da ist immer sehr, sehr, sehr viel Produkt drauf und das kann manchmal gleich zu viel auf dem Auge sein. Also ich tupfe dann meistens nur einmal drauf, verblende das so ein bisschen mit den Fingern oder aber eben mit so einem fluffigen Pinsel und dann, wenn man möchte, kann man nochmal dazu noch was auftragen, wenn es ein bisschen angetrocknet ist, wenn man es ein bisschen intensiver haben möchte. Ansonsten ja, sind die wirklich richtig toll. Ich kann sie euch empfehlen. Kosten nicht viel Geld von P2. Und die haben noch ein paar andere Farben. Ich glaube, mittlerweile gibt es so sechs, sieben Farben. Diese zwei haben mich jetzt einfach am meisten auch angesprochen. Und ja, natürlich gucke ich immer mal, ob die neue Farben haben oder ob mich da noch irgendwie was interessiert. Aber ich kann sie euch auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ihr sehr ölige Lider habt, die schnell dazu neigen. Ja, dass die Sachen so ein bisschen in die Lidfalte rutschen. Aber ansonsten wirklich richtig top. Und mit einem Eye Primer oder eben nochmal leicht abgepudert halten die auch wirklich den ganzen Tag. Als ich die geswatcht hatte, hatte ich wirklich dann auch Probleme mit dem Tuch, die so ein bisschen von den Händen runter zu bekommen. Und ja, zwei sehr, 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 sehr tolle Farben und eben auch so ein schöner, leichter Schimmer. Leider gibt es nichts in matt. Jedenfalls habe ich nichts gesehen und das wäre natürlich auch noch toll. Und ja, wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr da irgendwelche anderen Tipps oder Erfahrungen habt. Und ansonsten natürlich wie immer, ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.